Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich war mal wieder richtig dumm. Ich war einfach so dumm und es ist mir direkt nach der letzten Folge aufgefallen. Ach ja, ich habe das Portal natürlich weggerissen an unserer Basis. Ich hätte es einfach nur umbenennen müssen oder wie auch immer. Aber wegreißen und einfach mitnehmen, dass wir jetzt Zeug für zwei Portale haben, war richtig schlau. Das heißt, wir müssen entweder wieder zur Insel zurück, um uns nach Hause zu teleportieren. Oder mein anderer Plan wäre, dass wir vielleicht eine kleine Bootstour machen und hier wieder zur Basis. Einerseits erkunden wir da noch ein bisschen die Gegend hier. Und ja, dann müssen wir dort nochmal ein Portal aufstellen. Ja, manchmal frage ich mich selber, wie dumm kann man sein? Und wie man anhand meines Beispieles sieht, sehr, sehr dumm. Naja, was soll's. Ich kann's nicht ändern. Nehm die Folge heute gerade am gleichen Tag auf, also kann sein, dass schon irgendjemand von euch unter die Kommentare oder unter das Video geschrieben hat, ey du Vollidiot, du hast dort kein Portal mehr. Kriegen wir den von hier? Was denkt ihr? Ah, in dem Moment geht er weg. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier oben gucken. Wenn es die Ausdauer denn mitmacht. Ah, ich habe auch Eiktür gar nicht aktiviert. Aber jetzt springen wir halt wieder so viel rum. Da bringt das auch nichts. Wir könnten nochmal zwischendurch ein kleines Lagerfeuer bauen. Nein, jetzt nicht sterben. Also, nicht runterfallen. Wie soll man denn hier normalerweise hochkommen? Wie kommen wir runter, ohne zu sterben? Bin mal gespannt. Wir könnten natürlich auch mal noch ein bisschen Obsidian abbauen für Pfeile und so. Gerade wenn wir doch demnächst vielleicht mal eine Seeschlange treffen. Weil die Frostigen haben wir nicht mehr so viele. Da wäre das gar nicht so verkehrt. Wir sind gleich oben. Komm, jetzt lass einfach direkt diesen Altar hier oben stehen. Das wäre schon ziemlich geil. Ach komm, wie viel Ausdauer kann ein Sprung verbrauchen? Wir sind oben, geil. Wünschelrute macht jetzt auch mal was. Ich hab's... In dem Moment wollte ich eigentlich sagen, die Wünschelrute macht auch lange nichts. Und genau in dem Moment... Hat es angefangen zu bingen. Hallo Wolfies, ich grüße euch. Die ist die aber auch zerschmettert, ne? Und der ist echt schnell mit Schlagen. Jetzt zum Kampf fällt das nochmal richtig auf, wie schnell Frostner ist. Aber ich glaube, der ganze Weg hier hoch war mal wieder umsonst. Ich mache hier mal einen Punkt hin. Na? Eigentlich kein Lagerfeuer. Ein Punkt wollte ich. Silber. Silbre. Auch schön. Och, Menno. Aber hier geht's noch weiter. Wir haben noch Chancen. Guck mal, die bewachen dort alle ein Drachenei. Schon wieder eins. Wir haben gleich drei Drachen, die da Bock drauf haben. Ah, da ist ein Gebäude. Ich sehe es schon. Dort ist auf jeden Fall der Stein. Bam, der erste weg. Bam, der... Den habe ich nicht getroffen. War ich zu hoch? Den auch nicht. Was ist hier los? Nein. Nicht runterrutschen. So, und der letzte. Mitten im Baum irgendwo. Verdammt, jetzt haben wir ihn angelockt und nicht getroffen. Ich hab nicht mehr so viel Ausdauer. Der darf uns hier aber auf gar keinen Fall runterschießen. Dann haben wir ein Problem. Sag mal. Nee, das reicht nicht. Verdammt. So, also wir müssen hier runterkommen, aber wir müssen dann wieder hier hochkommen. Wir dann wieder hier hoch, ich hoffe. Weil wir müssen auf jeden Fall zu dem Gebäude hinter. Boah, na, ich krieg das Drachenei gar nicht eingesch... Na gut, okay. Mit dem Gürtel
kriegen wir es, glaube ich, noch hin, oder? Wie viel wiegt so ein Teil? 300? Ah, was machen wir jetzt? Können es halt auch leider nicht schnell wegbringen. Wir müssen das Ei erstmal liegen lassen. Ich mache hier mal einen Punkt. Drachenei. Aber dadurch, dass wir jetzt gerade kein funktionierendes Portal haben, ist halt echt doof. Das ist echt so hoch, ne? Am Anfang musste man so krass viel höher zielen, um zu treffen. Und mittlerweile, wahrscheinlich durch den Bogen. Gut, wir standen jetzt auch höher, aber... Aua, au, au, au. Kamst du denn her? Ach man, ich wollte einen coolen Move machen. Aber nix ist. Komm, jetzt lass uns... Oh, noch ein Drachen. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viele kann man finden? Können wir nochmal gucken, was das Ding wiegt. Aber wir haben gar keinen Platz im Inventar. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich wegwerfen soll. Nö, noch ein Punkt. Diesmal nur Ei, jetzt werde ich langsam schreibfaul. So, wo ist denn das Gebäude hin? Irgendwo war doch was. Hä? Bin ich doof? War das hier vorne? Hä? Bin irgendwie gerade ein bisschen doof. Entschuldigung. Es kann eigentlich nur weiter dort vorne gewesen sein. Komm, wir hauen uns hier nochmal so einen Schmutzshake rein. Aber wir haben halt auch nicht mehr so viel Lebensmittel. Die beiden sind bald leer. Wenn wir dann noch so eine riesen Bootstour vor uns haben. Och, Mano. Warum bin ich denn so dumm? Da reiße ich das Portal ab. Ja, warum? Ich verstehe es nicht. Ah, hier. Ich sehe aber noch keinen Stein. Och, bitte, lass das mal klappen jetzt. Dann können wir wirklich zur Insel des Todes zurück. Uns nach Hause teleportieren und haben es geschafft. Ja. Ist gut. Schaden macht er aber fast gar nicht, ne? Er friert uns halt ein, wenn wir den Wolfspelz nicht umhätten. Ich sammle jetzt trotzdem mal die Drüsen ein wegen Frostpfeilen und so. Gut, haben wir. Wir müssen jetzt hier irgendwie sanft runterkommen. So halb runter zumindest. Wenn wir uns hier irgendwie runtergleiten lassen, ohne dass wir sterben. Ich warte erstmal, bis die Ausdauer voll ist. Und dann probieren wir... Ah, sieht cool aus, oder? So ein bisschen Moonwalk-mäßig. Als hätten die eine Chance, ne? Komm, jetzt lass hier mal so einen Stein rumlungern. Auch Menno. Skelettspawner. Machen weg, wir brauchen den nicht. Mann, ich treffe die Truhe. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Frostpfeile, geil. Noch ein bisschen Obsidian und Münzen. Und wir haben null Platz, also die Steine können weg. Dafür nehmen wir auf jeden Fall erstmal das Obsidian mit. Die drei Holz können weg, dafür nehmen wir das mit. Und ach, die Innerei möchte ich nicht unbedingt wegschmeißen. Aber es ist irgendwie gerade das Unwertvoll. Na, obwohl die Knochen. So. Tja, wieder kein Glück. Wieder am Gebäude. Okay, ging noch. Und noch ein Drachenei. Das gibt's doch nicht. Wie viele Eier gibt's in dem Spiel? Schaut mal, in einem Gebirge hätten wir hier in einem Umkreis von gefühlt 200 Metern hätten wir alle Eier gefunden. Alle Steine, genau. Guck mal, der Wolf, der ist mutig da unten. Lass mich jetzt in Ruhe. So, wir hauen jetzt mal Eiktür an. Und rennen jetzt hier nochmal über das restliche Gebirge. Vielleicht haben wir ja doch noch Glück. Aber es sieht irgendwie nicht so wirklich danach aus. Und hier noch irgendwas? Ja gut, wir können zwar noch ein bisschen was ins Boot packen. Das hatte ich jetzt gerade nicht bedacht. Als ich meinte, wir lassen die Eier erstmal hier, aber wir lassen die trotzdem hier. Das sind schon wieder drei Stück, also die können wir auch jederzeit uns wiederholen. Ah, der Drache geht mir ein bisschen auf die Nüsse.
Aber ich habe jetzt gerade keine Lust, ihn zu besiegen. Ja, na gut, dann machen wir eine große Bootstour. Ah, wieder so ein Stein. Mann, ich freue mich immer schon so ein bisschen. Aber die waren ja viel kleiner, die Steine. Mittlerweile weiß ich es ja. Können noch mal gucken, war bestimmt wieder der Ulf. Ah, diesmal habe ich keinen Ulf gelesen. Müssen wir mal gucken, sind wir einigermaßen auf dem richtigen Weg? Unser Boot steht dort. Ja, passt. Laufen wir hier am Rand noch ein bisschen lang, vielleicht sehen wir ja irgendwo noch was und dann machen wir zum Boot zurück. Und machen halt doch nochmal eine große Bootstour. Ist der Drache noch da? Nö, jetzt hat er losgelassen. Wollte ich mich jetzt auch mal so cool hier an den Abhang stellen. Haben wir gleich ein passendes Thumbnail. Bin mal gespannt, wann dann das nächste Update kommt, wo der Nebellande und so weiter auch noch mit Gegnern bestückt wird. Wollte mir den Stein nochmal genauer angucken. Tja, schade, schade, schade. Kann natürlich auch wirklich sein, dass die irgendwo hier unten an den Rändern stehen. Dass da irgendwo ein kleines Gebäude ist. Wir haben ja schon mal eins so weiter unten gefunden, aber ich habe versucht, alles mir genau anzuschauen. Und habe zumindest nichts Ebenen. Schön mit null Ausdauer in die Ebenen rennen. Ach, guck mal, da hinten ist so ein Goblin. Ich hätte irgendwie mal ziemlich Bock, mal wieder einen zu besiegen. War der One-Hit? Oh Mist. Habe ich Mist gebaut, Leute. Ja, der war fast tot, ne? Seht den anderen leider nicht mehr. Hier. Aber wir können den auch gut blocken. Perfekt. Was hast du Schönes fallen lassen? Wieder Schwarzmetall. Das nehmen wir natürlich mit. Gut, da müssen die Innereien jetzt doch dran glauben. Tut mir leid. Und der andere? Hier. Münzen und Schwarzmetall. Tja, oh, ich bin voll in der falschen Richtung. Auch kein Glück hier. Was will man machen? Wir rennen jetzt wieder fix zum Boot. Anderthalb Minuten Eiktö ist noch am Start. Dann sind wir zumindest relativ schnell dort. Irgendwas läuft dort noch rum. Ah, das sind Dunkelwaldtiere. Aber Gebirge war hier wirklich zu Ende. Wir haben uns alles einigermaßen gut angeguckt. Also denke ich mal, wir haben nichts übersehen. Hier ist noch so eine kleine Hütte, aber das... Naja, steht recht nah am Gebirge. Wir gucken nochmal drumherum. Besser kann man kaputt machen. Das habe ich mittlerweile gelernt. Ich glaube, das ist alles Kupfer hier, ne? Relativ großes Kupfervorkommen. So, Route passt. Ein kleines Stück nach links können wir noch. Die Disteln hätte ich auch gerne noch mitgenommen. Ach Mann, volles Inventar, nervt. Ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt durch den Sumpf. Guck mal, der hat sich im dunklen Wald verirrt. Die Lebensmittel lassen halt langsam alle nach. Also Wurst können wir nochmal... Aua, was hat denn der für einen Riesenjump gerade hingelegt? Ja, jetzt stehe ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Was machen wir? Das Problem ist, unsere Lebensmittel gehen leer. Wenn wir jetzt hier auf Riesenbootstour gehen, habe ich halt echt Schiss, dass eine Schlange kommt und wir sind nicht voll ausgerüstet. Das wäre sehr, sehr schlecht. Ich denke, da gibt er mir recht. Aber jetzt nochmal zur Insel des Todes zurück, um sich zu teleportieren. Oh, hier sind Ebenen. Aber ich glaube, es ist das einzig Sinnvolle. Und dann halt von der Insel dann wieder weiter hier runter. Dann verbinden wir das mit der anderen Bootstour. Also mit der eigentlich geplanten. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Sag mal, warum sind denn jetzt hier überall Ebenen?
Ausdauer lässt jetzt schon wieder so krass nach. Wir können nicht mal zweimal springen. Wenn wir hier 5 Sekunden warten. Wo hab ich denn... Muss das ja irgendwo da drüben... Ah nein, ich bin doch dumm. Hier drüben war doch der Spawner. Ich hab's bloß einfach falsch markiert auf der Karte. Ja, es ist halt auch gerade die Nässe. Wir sollten echt gucken, dass wir über die Flüsse drüber springen. Sieht auch wieder schick aus. So, Boot steht noch. Perfekt. Ja, wieder zurück. Insel des Todes. Anders geht's nicht. Schnell nach Hause teleportieren. Nochmal Lebensmittel und sowas herstellen. Und nächste große Bootstour. Dann lernen wir zumindest mal auch noch hier was von der Karte kennen. Hier waren wir ja jetzt nun mittlerweile echt genug. Und dann werden wir den Stein noch finden. Oh Gott, nee. Nee. Das war richtig dumm. Wir hier stehen? Na. Aua. Aua. Gott, wir trinken bestimmt gleich. Nee, Glück gehabt. Er hält aber viel aus. Komm, hört mal auf jetzt hier. Ich wollte einfach nur auf mein Boot und weg. Jetzt müsst ihr alle sterben, obwohl es gar keinen Sinn hat. So, geschafft. Ja, geschafft ist immer relativ, wenn man an einem Spawner steht. Ich verzieh mich jetzt hier. Wir sammeln mal kurz noch ein bisschen Ausdauer. Es geht so verdammt langsam, wenn man nass ist, ne? Das ist krass. Und weg hier. Tschüss. Wir müssen, glaube ich, wieder in die Richtung. Wind ist natürlich wieder, na, wie immer halt. Oh, haut jetzt nicht so viel Steine ans Boot. Es könnte sein, dass wir die Schlange treffen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon wieder um die 22 Lebenspunkte verloren. Also, wir müssen dorthin, wo ich hingucke. Na, das war, glaube ich, nicht so schlau. Wir müssen erstmal ein bisschen paddeln. Kommen sie geschwommen. Die kleinen Biester. Ja, Wind ist eigentlich so komplett gegen uns, wie immer. Und es ist schon wieder so dunkel und trist, dass ich das Gefühl habe, wir treffen diesmal die Schlange. Wir müssen jetzt nochmal alles reinhauen, was geht, für den Fall der Fälle. Weil die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass sie uns hier begegnet. Frostpfeile aktiv, dafür haben wir jetzt 15 Stück, das ist prinzipiell schon mal gut. Haben wir es eigentlich schon mal erlebt, dass der Wind sich für uns gedreht hat, also damit es Rückenwind wird, so mitten bei der Fahrt? Nee, ne? War bisher immer nur andersrum. Jetzt sind wir so megamäßig lahm, ne? Ach, Menno. Tut mir leid mit dem Portal. Es tut mir wirklich leid, aber so ist es halt. Machen wir jetzt nochmal zurück, da machen wir die große Bootstour und finden hoffentlich nochmal irgendwo ein bisschen Gebirge. Ich wollte gerade nochmal auf die Karte schauen, aber ich habe gerade ein bisschen Schiss wegen Schlange und so. Wir sehen halt auch schon wieder gar nichts mehr. Kurs ist zumindest schon mal der richtige. Das muss ich sagen, finde ich echt ein bisschen schade, dass irgendwie gefühlt immer, sobald du auf dem Boot bist, ist schlechtes Wetter. Und man sieht halt nichts. Das finde ich ein bisschen schade, weil das Bootfahren macht an sich schon Spaß. Wenn man halt gar nichts sieht und nicht weiß, wo man hintreibt, finde ich es dann doch ein bisschen öde. Und irgendwie gefühlt immer, sobald man auf dem Boot ist, schlechtes Wetter. Also, ja, nicht immer. Wir haben auch schon öfter schönes Wetter gehabt, aber es passiert doch sehr, sehr häufig. Ich hätte gerne einen Windtrank. Den trinken wir und haben... Da kommt sie. Ich wusste es. Jetzt noch nicht zu viel Ausdauer verbrauchen.
Wo ist die hin? Wo? Ah, schön. Wir sind eigentlich direkt am Folgenende, ne? Nö, dann machen wir jetzt einen schönen Cliffhanger und machen Folgenende, Leute. Mal gucken, ob wir nächste Folge die Seeschlange schaffen. Ich freue mich sehr drauf. Drückt die Daumen, schaltet morgen 19 Uhr wieder ein und ihr werdet es sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.